Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt und zwar Cyberia 3. Ich habe ja auch schon den ersten und den zweiten Teil auf meinem Kanal Let's Played und jetzt am 10. Dezember kommt der vierte Teil, den ich auch, also wenn er komplett in Deutsch erscheint, was ich hoffe, auch komplett Let's Playen werde. So, genug gesappelt, jetzt starten wir gleich mal hier in das Spiel. Kate Walker ist back. Na, dann wollen wir mal gucken. Also Option, da habe ich jetzt, warte mal, Audio-Option. Habe ich jetzt erstmal soweit und Steuerung auch. Hier Spiel machen wir Reise, um die Story auch zu genießen. Die soll sehr gut sein, habe ich gehört. Auch schon finde ich die Anfangsmusik hier, die finde ich, hört sich auch schon geil an. So, egal, also wir starten jetzt mal. Bitte wählen Sie einen Spielmodus. Reise Sie spielen der Geschichte wegen und wünschen zusätzliche visuelle Hinweise. Sie wollen wie in den ersten zwei Cyberia-Spielen mit weniger Hinweisen selbst erkunden. Na, ich spiele wegen der Story. Ich will die Story genießen. Vor 3 Monaten fanden Nomaden sie sterbend in Nordsibirien. Walker, Kate Walker, geboren in New York, in den USA. Sie hatte einen amerikanischen Pass bei sich. Sie ist letzte Woche in der Klinik aufgetaucht. Sie erholt sich jetzt. Es geht ihr gut. Sind Sie sicher, Olga Yefimova? Sie müssen sie dort festhalten, bis wir da sind. Ich tue, was nötig ist. Verlassen Sie sich auf mich, Oberst. Mein Kopf. Hallo, Kate Walker. Na, hallo natürlich, ne? Hallo? Mein Name ist Kirk, Kate Walker. Kirk vom Stamm der Yukol. Erinnerst du dich an die Yukol? Wo sind wir? Ich erinnere mich nur bruchstückhaft. Da war ein schrecklicher Blizzard mit Eis und Schnee. Und dann nichts mehr. Wir sind in der Klinik von Dr. Samyatin,
in der Stadt Valzembor. Wie bin ich hierher gekommen? Wir Yukol ziehen mit unseren Schneestraußen zu den Heiligen Landen. Es ist eine lange Reise und eine sehr bedeutsame Reise. Vor einem Monat fanden wir dich dort oben im Norden sterbend am Ufer eines Flusses. Wir nahmen dich auf und unsere Schamanin kümmerte sich um dich. Danach setzten wir unsere Reise fort. Und heute sind wir beide hier, um endgültig zu genesen. Ja, was ist passiert? Du hast ein Bein verloren. Es war ein Unfall. Manche Leute halten eben nicht viel von Nomaden wie uns. Aber mach dir keine Sorgen um mich. Dr. Samyatin hat einen Handwerksmeister in Valzembor gebeten, mir ein neues Bein zu machen. Und sobald es fertig ist, passt er es mir an. Das wird wieder wie neu. Ja, meine, warum sind deine Hände gefesselt? Warum bist du an diesem Bett festgebunden? Das hat Madame Olga, Dr. Samyatins Assistentin, so bestimmt. Sie sagt, ich bin zu ruhelos und nur auf diese Art ist sichergestellt, dass ich wieder gesund werde. Anscheinend dauert es sehr lange, mein künstliches Bein anzufertigen. Und in der Zwischenzeit ist mein Volk führerlos. Sie warten mit der Herde auf mich, damit wir unsere Reise fortsetzen können. Scheiß, Alter. Der Straußenzug, Kurk, dein Bein. Wenn ich fragen darf, dein Bein, wie genau ist das passiert? Soldaten haben die Route bombardiert, auf der sich unsere Karawane bewegte. Völlig grundlos. Nur um uns zu erschrecken und uns zur Umkehr zu zwingen. Ich war etwas zu nahe an der Explosion. Ein Felsstück. Das war's. Du meinst, die Regierung hat das mit Absicht gemacht? Aber warum? Sie denken, dass der Zug der Schneestraußen nicht in die heutige Welt passt. Und dass mein Stamm ein für alle Mal sesshaft werden sollte. Aber das werden wir nie tun, Kate Walker. Das würde bedeuten, die Geister zu missachten. Und die Yukol fürchten die Geister weit mehr als die Soldaten. Warum unternehmen die Yukol diese Reise? Mein Volk lebt in Symbiose mit den großen Schneestraußen, Kate Walker. Ihre Wolle schützt uns vor der Kälte, ihre Ausscheidungen düngen unsere Felder und ihr Fleisch ernährt uns. Sie sind auch unsere Reit- und Lasttiere. Also müssen wir ihnen überall hin folgen. Sie ziehen wegen des Wetters weiter? Nein, Kate Walker. Sie begeben sich zur Fortpflanzung in die Heiligen Lande. Dieses Ereignis findet nur ein paar Mal in einem Jahrhundert statt. Nur wenige Yukol können sich rühmen, in ihrem Leben mehr als drei dieser Züge mitgemacht zu haben. Die Yukol, die ich kenne, sprechen meine Sprache nicht so gut wie du. Ich bin beeindruckt. Manchmal kamen Missionare und Händler durch unser Dorf. Sie haben mich unterrichtet. Ich lerne sehr schnell, Kate Walker. Das ist wichtig, wenn ich mein Volk führen soll. Ich will nicht unhöflich sein, Kirk, aber bist du nicht etwas jung dafür? Die Geister achten nicht auf das Alter, wenn sie einen Häuptling für die Yukol auswählen. Und die Geister sind sehr weise. Sie machen keine Fehler, wenn sie denjenigen erwählen, der unser Volk auf die heilige Reise führen soll. Also, Kirk, ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Ich denke, jetzt muss ich dem Personal Bescheid geben, dass ich wach bin. Ich fühle mich gut und habe nicht vor, noch länger hier zu bleiben. Natürlich, Kate Walker. Ich bin sicher, es ist jemand im Hof. Vielleicht sogar Madame Olga. Also, so wie das da aussieht, ist das Ganze hier aber extrem sanierungsbedürftig, das Krankenhaus hier. Aber dass die Regierung da jetzt ihn bombardiert, ist natürlich auch schon ein starkes Stück, ne? So, damit Kate eine bestimmte Richtung blickt, bewegst du den Cursor in... Na, so wie. Also die Steuerung, hatte ich gelesen, soll also sehr gewöhnungsbedürftig und auch sehr problematisch sein. Das ist auch einer der Gründe, warum das Spiel, glaube ich, nicht so gut angekommen ist, weil die Steuerung sehr quasi eigentlich schlecht ist. Du solltest in den Hof gehen, Kate Walker. Diese Tür führt direkt dorthin.
So, aber... Mein Volk wartet in unserem Lager so. Am See auf mich. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Ach, das ist hier wie die. Ich habe gesagt, hier vorne den mit dem Teller. Das kann man sich natürlich auch so mit den Tasten so steuern oder auch auf den Boden klicken oder so, geht sich da hin. So, aber jetzt gehen wir erstmal. Gucken wir erstmal, was denn hier noch so alles ist. Okay. Okay, man kann sich so ein bisschen umblicken. Geht's da vielleicht noch irgendwo entlang? Naja, weiter als bis hierhin geht nicht. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Aber dass die barfuß hier rumrennen, ist auch nicht gerade der Hit, ne? Wo sind eigentlich ihre Klamotten? Und vor allem, wie ist sie da überhaupt hingekommen, wo die Jukuls sie gefunden haben? Sie lag da eben so einem kleinen Boot. Ja, was ist also nach dem Ende vom zweiten Teil und jetzt dem Anfang von dem dritten, wo sie jetzt gefunden wurde, was ist da passiert? Warum ist sie nicht zurückgegangen nach New York, wo sie herkommt? Okay, warte mal, haben wir jetzt hier Andenken an Oscar? Okay, warte mal. I, was ist J? Alles, was mir von meinem lieben Oscar geblieben ist. Na, sein Herz oder so, sein mechanisches Herz oder ähnlich ist das gewesen, glaube ich. Gut. Dann gehen wir jetzt mal durch die Tür hier. Was? Hallo, ist jemand da? Ich glaube nicht, dass dich jemand hört, Kate Walker. Versuch es mit der Ruftaste neben der Tür. Na super. Wir waren eingesperrt hier. Nichts. Sie funktioniert nicht, Kirk. Neulich habe ich gesehen, wie das Personal sie benutzt hat. Sieh dir den Mechanismus an, Kate Walker. Vielleicht kannst du ihn wieder in Gang setzen. Fest verschraubt. Okay. Gut. Tut sich nichts. Fest verschraubt. Gut, das habe ich jetzt hier irgendetwas im Zimmer, was ich quasi als Schraubenzieher bzw. Dreher benutzen kann. Denn im Inventar hier habe ich ja nichts. Alles, was mir von meinem lieben Oscar geblieben ist. Ja, warte mal, nee. Lass mal gucken, ob man hier vielleicht irgendwie was rausnehmen kann oder so. Alles, was mir von meinem lieben Oscar geblieben ist. Nee. Sieht nicht so aus. Du solltest in den Hof gehen, Kate Walker. Diese Tür führt direkt dorthin. Ja, erstmal rauskommen. Tür abgeschlossen. Der Rufknopf, der funktioniert nicht. So, wollen wir hier mal gucken. Hier ist jetzt auch nichts.
Ja, solange ich da jetzt nicht zum Schrauben finde hier. Fest verschraubt. Ne? Ah, hier. Diese Zeichnung zeigt, wie man die Ruftaste aktiviert. Aber ich kann nichts tun, wenn ich nicht an den internen Mechanismus rankomme. Durchsuch das Zimmer. Ich bin sicher, du findest etwas, mit dem du ihn öffnen kannst. Okay. Oh, warte Kein mal. Schraubenzieher bei den Medikamenten. Das ist ehrlich gesagt ziemlich beruhigend. So, ja, jetzt erst kann man hier. Ah ja, hier, Messer. Das sollte klappen. Versuch jetzt die Ruftaste zu reparieren. Dieses Messer wäre ein perfekter Schraubenzieher oder Hebel. Ja, ich werde es ja jetzt auch hier. Ah, Gegenstand bewegen. Irgendwie tut sich da jetzt nichts. Dann bewegen linke Maustaste und dann. Ja, wie tut sich jetzt nichts? Also langsam irgendwie, also ja, das ist ja jetzt, also das ist ja jetzt echt beschissen. Alter Verwalter, das tut sich ja gar nichts. Oh nee, also das geht ja mal gar nicht, Leute. Da muss er ja wie so ein Blödian die Maus hier die ganze Zeit im Kreis hier bewegen, wie ihr Mauszeiger ja seht. Oh nee, das ist ja. Oh nee, das hätten sie jetzt mal anders machen müssen. Das ist ja. Oh nee, Leute, nee. Oh nee, das hätten sie anders lösen müssen. Das geht ja mal gar nicht. So, wenn man so kleine Kreisbewegungen macht, so. So kann man die Spielzeit auch künstlich in die Länge ziehen, ne? Also. Aber wenn man das in einem halben Tag macht, hat man hinterher ein Handgelenk und einen Unterarm wie Schwarzenegger. Gut, mal sehen, ob ich den Mechanismus reparieren kann. Wenn du nicht sicher bist, könnte die Zeichnung von vorhin vielleicht weiterhelfen. Ja, was heißt nicht sicher? Fertig. Ja.
Beide Lichter auf grün. So. Ja, du machst das Ding mal wieder zu hier. Ach, den wieder runterdrücken. Oh, was denn jetzt noch? Ach, das sollen wir wieder zumachen. Endlich. Gut, jetzt muss ich nur noch einen Aufseher finden. Gut gemacht, Kate Walker. Ich ruhe mich etwas aus. Kommen Sie doch noch mal vorbei, um sich zu verabschieden, wenn Sie gehen. Mach einen Doppelklick mit der linken Maus, also mit Kate sich schneller bewegt. Gut, dann machen wir es nochmal. Gut, dann gucken wir uns hier mal um, bevor wir jetzt hier mit irgendjemandem irgendetwas interagieren. Was machen? Jetzt erschaue ich jetzt. Zimmer von wie auch immer. Noch ein Patient. Gott, wie sieht der denn aus? Alter, wie sehen die denn jetzt hier aus? Halt deinen Kopf unter das eiskalte Wasser im Brunnen, Nikita. Das hilft gegen deine verdammten Kopfschmerzen. Diesmal nicht. Das ist kein normaler Kopfschmerz. Es fühlt sich an wie ein Haufen rostiger Nägel in meinem Schädel. Na dann. Hast du mit Dr. Olga oder Dr. Mangeling darüber gesprochen? Nein. Denn vielleicht sind sie diejenigen, die mir im Schlaf die verdammten Nägel in den Kopf stecken. Ein nach dem anderen durch die Nasenlöcher. Genau wie ich es dir gesagt habe. Nein, das stimmt nicht. Das Einzige, was die Ärzte wollen, ist, dass wir gesund werden. Wir schauen uns später die Vögel im Vogelhaus an. Das berichte ich jedes Mal. Es ist sogar empfehlenswert, wenn man Nägel im Kopf hat. Es ist sogar empfehlenswert, wenn man Nägel im Kopf hat, das ist mit dem los, ne? So, jetzt haben wir uns so ein bisschen umgeguckt. So, und jetzt beende ich hier jetzt auch mal den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und sagt das Schicksal wieder dabei. Bye, bye.